Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Custom Story von Amnesia, The Dark Descent. Ja, ich bin übrigens der Bruger, aber das wisst ihr wahrscheinlich. Ja, ich werde mal wieder eine weitere Story aussuchen. Ich habe die letzte wieder gelöscht, also jetzt die Lost the Lights, die ich zuletzt gespielt habe. Denn sonst blicke ich hier irgendwann nicht mehr durch. Ich habe noch so viele. Irgendwann werde ich vielleicht auch mal Killings in Altstadt machen, das ist aber auch eine längere. Ich werde mal wieder eine kürzere spielen. Ich weiß nicht, wie lang die jetzt ist, aber ich habe mir gedacht, warum nicht mal Emmas Story? Gut, du bist Emma, Tochter eines Esteem, ich weiß nur, Esteem ist Selbstvertrauen, eines vertrauten oder bekannten Wissenschaftlers, Dr. Robert Coleman. Seit er die mysteriöse Kraft des Orbs, der Macht, entdeckt hat, ist er verschwunden und hat dich alleine gelassen im Familienanwesen. Es passieren schreckliche Dinge und du fragst dich, was mit ihm geschehen ist. Die Story beginnt, als du in deinem Zimmer aufwachst und eine seltsame Notiz liegt, was? Ist hinterlassen worden von deinem Liebhaber. Ja, und während du spielst, wirst du Emmas Story enthüllen. So, bevor ich mich weiter hier in seltsamen Übersetzungen verstricke, fange ich da einfach mal an. Ja, Lost the Lights war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Zum Schluss hat es ein bisschen nachgelassen von den Schockeffekten. Deshalb bin ich mal ganz gespannt. Emmas Story, das soll so ein bisschen wieder aus der Art fallen, habe ich jetzt gelesen. Aber es fängt natürlich an, wie wir das kennen. Okay, da liegt ein Buch. Ja, ganz normal eben, wie man das aus Custom Stories schon gewohnt ist. Haben wir eine Kiste, eine Zunderbüchse, ja. Und gleich etwas Öl zu Beginn. Das finde ich gut, denn in Lost the Lights war das leider sehr rar, dieses gute Öl. Und irgendjemand hat den Spiegel kaputt geschmissen oder ein Bild, was das mal war. Komisch. Ich kenne keine Frau, die das tun würde. Stefano, how you do? Ja, komm. PewDiePie haben wir genug nachgemacht. So. Okidoki, hier ist nix. Dann lesen wir mal die Notiz. Brief von Neil. Meine liebste Emma, ich weiß nicht, ob diese Notiz sich jemals erreichen wird. Aber ich bin in Schwierigkeiten. Ich bin im Moment in Gefangenschaft. Ja, und wenn ich das so sagen darf, gefangen hier von deinem Vater. Er war schon die ganze Zeit etwas seltsam, aber in letzter Zeit ist er wirklich verrückt geworden. Ich habe ihn noch nie so zuvor gesehen. Ich glaube, das ist wegen diesem Orb der Kraft, den er auf seiner letzten Reise hier im Land gefunden hat. Es hat ihn irgendwie verändert. Ich weiß, er hat ihn in seinem Geheimraum, in seinem Labor. Du musst ihn um jeden Preis finden und zerstören. Nur dann kann dein Vater wieder normal im Kopf werden. Bitte sei vorsichtig, aber beeil dich. Bitte denk daran. Finde das Labor und zerstöre den Orb. Dein geliebter Neil. Finde ich übrigens ganz interessant, dass wir mal eine Frau spielen. Das ist höchst selten, sage ich mal. Ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt in der Custom Story. Haben wir eigentlich eine Lampe? Nö, natürlich nicht. Aber Öl. Hauptsache Öl, aber keine Lampe. Hallo? Ja, ich guck mal hinter, ob irgendwie hinter den Bildern was ist. Man weiß ja nie. Das sind irgendwie immer dieselben Bilder. Naja, gut. Ist nicht schlimm. Würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Aha. Oh, wie gut, dass das Haus nicht groß ist. Ich höre die ganze Zeit ein Ticken. Na gut, das war nur in dem Zimmer. Das Tor ist versperrt. Es muss hier irgendwo einen Schlüssel dazu geben. Naja. Im eigenen Haus sind die Türen abgeschlossen, aber ich denke mal, dass wir da was mit diesem Geheimraum auf sich haben. Oh ja, ist ja gut, dass es nicht groß ist. Ich brauche einen Schlüssel. Nee. Und ich brauche eine Lampe. Oh, 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 da ist eine Notiz. Habe ich denn irgendwas? Stefano, my friend. Open that glass for me. Thank you. Immer drei Schläge. Laudanum, sehr gut. Ja, dank euch weiß ich jetzt, dass das ein Beruhigungsmittel auf Opiumbasis ist. Okay, Zertifikat der Auszeichnung. 15. Mai 1823. Dieser Brief ist, um Dr. Robert Coleman zu gratulieren für seine Erfindung des Laudanums. Ihre Erfindung heilt alle Nöte oder alle, wie sagt man da, Ailments? Ja, alle, ja, Zwickerchen. Und es fühlt sich so gut an, wenn man es benutzt. Dafür möchten wir Sie auszeichnen mit diesem Zertifikat. Herzlichen Glückwunsch und machen Sie so weiter. Unterschrieben Neville Worthington. Aha.
Hört sich jetzt eher an wie so Fanpost als eine Auszeichnung. Es fühlt sich so gut an, wenn man das Ding benutzt. So gut. Naja. Ich glaube, hier werden wir nichts finden, aber ich suche trotzdem mal nach. Na? Nö. War mir klar. Aber, oh, eine Kiste im Schrank. Das ist ein bisschen... Oh. Storage Room Key. Emergency. Oh. Notfall. Gegenstände eben. Ne? 20. April 1822. Ich habe einige... etwas Nachschub und von Zinderbox... von Zunderbüchsen und eine Laterne in dem... in dem Lagerraum. Anliegend an diesen Raum verstaut. In Falle eines Notfalls. Wenn er verschlossen ist, was er auch sein sollte, nutzt diesen Schlüssel, um Zugang zu erlangen. Ja, das hättet ihr mir jetzt nicht sagen müssen. Ich hätte das schon ausprobiert beim nächsten verschlossenen Raum. Oh, hier Vögel. Schön. Der ganze Wald liegt im Nebel. Also ist es noch tags. Ist das nicht toll? Auf jeden Fall soll es hier viel lichtdurchfluteter eigentlich sein, finde ich, dafür, dass es noch Tag ist. Oh Gott. Was soll ich hier... Aha. Ganz schön dunkel, ne? Aber wir haben zum Glück so eine gewisse Nachtsicht. Oh. Kaum mal die Flasche zertrümmert. Sag mal, die arme Frau, die scheint schon ein bisschen Angst vor der Dunkelheit zu haben, denn schon trübt sich ihr Blick. Ah! Okay, da geht's schon los. Ja, ich habe keine Angst. Komm, ist doch nichts. Oh Gott, Moment. So, entschuldige, ich muss mich ganz kurz mal räuspern. Ja, 10. November 1825 an Dr. Coleman. Hallo, Robert. Ich habe den Schlüssel gefunden. Das? Achso, ich hatte diesen Schlüssel für die metallene Tür zum zweiten Schloss heute kreiert. Aha, created oder gebaut. Es sollte im Laufe der Woche ankommen, wenn ich so an den Paketdienst denke. Sei vorsichtig in diesem Raum von nun an. Wir wollen nicht weitere Zwischenfälle, wie sie mit dem Butler letzten Monat passiert sind, oder? Ich kann immer noch diesen furchtbaren Schrei hören in meinen Albträumen. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, alles ist in Ordnung mit dir. Dein Freund Braxton Archer. Klangvolle englische Namen. Oh, Öl. Sah aber aus wie eine große Menge Öl. Ich gehe mal kurz hier ins Dunkle. Ach, das ist Staub. Ich dachte schon, hier gibt es noch vielleicht... Ah, eine Zunderbüchse. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Warum ist die Tür denn zugefallen? Hier ist doch gar nichts. Mensch. Jetzt... Oh, das Schloss ist kaputt. Na toll. Gut, dann werde ich sagen, wir werden mal gucken, wo wir die Schlüssel hier anwenden können. Ja, die Tür war zum Beispiel geschlossen. Ich glaube, das war der Storage. Ja, das ist der Storage Room Key. Gott, ist das dunkel. Hier finde ich aber die Laterne. Das ist schon mal was. Aha, ein Besen und ein Teppich im Schrank. Sonderbüchse! Naja. Als wenn ich die so dringend bräuchte. Die Laterne. Coole Sache. Da hätten wir die schon mal. Ein Teil des Rätsels ist schon gelöst. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe mal zurück und schaue mal, wo ich den zweiten Schlüssel nutzen kann. Ich denke mal, vielleicht eventuell in dieser Tür. Die ist ja verschlossen. Ja. Soll ich schon? Das sieht aus wie der Schlüssel für den nächsten Stock. Nee, dann werde ich erstmal hier reingehen. Oder was ist hier rein? Ich werde erstmal gucken, ob ich da überhaupt durchkomme, weil das sieht aus wie so eine Tür, mit dem ich in den nächsten Abschnitt komme. Okay, ich sollte diesen Stock noch erkunden, bevor ich weitergehe. Na gut, dann hat sich das schon erübrigt. Dann kann ich wohl doch hier direkt durchgehen mit dem Schlüssel. Ja. Ja, der passt sogar. Super. Hä? Was ist denn hier los? Ein Tisch? Und da steht... da ist ja Blut. Vater, was hast du getan? Ich kann es mir schon denken. Wahrscheinlich irgendwelche kranken Experimente. Hallo? Oh, da... Ah! Alter. Da war da eben ein Mensch drin, oder? Okay. Tut mir nichts. Tut mir nichts. Nein. Diese blöden Statuen da. Okay, ein Hammer. Wow. Alter. Flashbang. Nein, ich habe keine Angst vor euch. Blöden Penner. Ist da noch was? Nö. War wohl nur der Hammer. Was? Oh! Mach die Tür auf! Lach doch! Ah. Alter.
Nee, tut mir leid, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Moment, ich muss auch mal. Entschuldigung. So. Ich habe auch mal ein bisschen lauter gedreht. Ich habe eben die Sounds ganz leise nur gehört. Ich musste gerade auf den Ohren etwas lauter stellen. Ich hoffe mal, für euch ist es adäquat. In die Haupthalle. Gehen wir mal weiter. Denn die Geräusche machen für mich schon viel aus von dem Gruselfaktor, muss ich sagen. Ich hab's ja lieber... Okay. Ihr habt's ja vielleicht schon gemerkt, ich hab's generell immer ein bisschen lauter vom Spielesound, weil ich eben möchte, dass die Atmosphäre gut rüberkommt und man nicht über alles tönt meine Stimme hört. Bin ich nämlich ziemlich doof, muss ich sagen, bei Let's Plays, wenn man eben nur den Kommentator hört. Das macht so viel von der Stimmung kaputt. Okay... Habe ich dann alles? Nur den Hammer. Nein, ich gehe erstmal hier runter, oder? Nee, komm. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor euch. Pipi Onkel. Der klackert wieder was. Eine Uhr. Klick, klack, klick, klack. Ist das schon wieder Stefano? Nö, was ist das? Hallo? Naja. Ein Notizfragment. Datum fehlt. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ich werde ihn vermissen, wie er das Piano immer zur Mittagszeit gespielt hat. Oder Dinner ist ja Abend, keine Ahnung. Es wird einfach nicht mehr dasselbe sein. Wie auch immer. Ich muss zugeben, er war schon ein netter Gefährte. Was? Nice of a fellow, as he seemed, ja. So ein netter Gefährte, der auch zu gewesen schien, konnte ich mir nicht helfen. Aber ich habe immer etwas Tiefes wie Hass oder... Wut empfunden, wenn er hier im... Was? Within him against this house. Ja, mit ihm gegen dieses Haus empfunden. Ich kann gerade nicht übersetzen. Trotzdem bete ich dafür, dass er Frieden in seinem Nachleben findet. Ich bekomme dieses Gefühl... Der Rest ist nicht lesbar. Okay. Wen geht's denn da? Ich meine, mein Vater, der lebt ja noch hier, in dem Spiel zumindest. Ah! Warum geht's da runter? Also das Klavier, was angesprochen wurde. Warum ist es jetzt so dunkel? Warum sind die Fensterläden zugezogen? Mensch, die blöden schweren Vorhänge da, die nehmen das ganze Licht. Denn normalerweise wäre es hier nicht so dunkel, glaube ich. Nun gut. Let's proceed. Wir gehen runter in die Haupthalle. Das ist so groß alles hier. Da hinten ist alles zugenagelt. Hier ist mal wieder auf. Stockdunkel, wie sich das gehört. Für ein gruseliges Haus. Hallo? So. Machen wir kurz hier mal eine kleine Wegmarkierung. Was? Sieht aus, wäre es von der anderen Seite verschlossen. Verschlossen. Ich weiß, ich könnte mal viel mehr Öl benutzen jetzt. Ich habe hier eigentlich auch genug. Komm. Da sind schon wieder Fußspuren. Ja, die fünf. Was? Was sagst du von mir? Der Studierzimmer meines Vaters ist verschlossen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Aha. Was? Verschlossen, aber ich kann etwas schwach auf der anderen Seite atmen hören. Gut, dass das gar nicht gruselig ist, ne? Aber gut, hier wird es wahrscheinlich durchgehen. Wo komme ich? Bewegt sich nicht. Okay. Ist gut. Ist gut. Oh, mein heiliges Kruzifix. Hey, der Schrank. Das sehe ich doch schon. Sag mal, glaubt ihr, ich bin blöd? Ah. Hier. So komme ich auch ins Studierzimmer. Okay. Nein! Verdammt! Jetzt bin ich hier drin gefangen, oder? Hallo? Papa? Ah! Oh! Du Drecksau! Ihr seid so Schweine. Ja, klar. Guck mal, hier gibt's Stuhlgang. Die Stühle bewegen sich.